Hallo, schön, dass ihr da seid und danke fürs Einschalten. In der letzten Folge ein bisschen durch den. Oh, ich habe immer noch keinen Zettel, der mir sagt, was ich am Anfang der Aufnahmen immer sagen muss. Aber mir ist es zum Glück eingefallen. Kein Backseat Gaming in die Kommentare, bitte. Haltet euch ein bisschen zurück. Ich wäre sehr lieb, weil ich versuche, das hier alleine zu schaffen. Und das ist mir wichtig, dass ich es alleine schaffe. Kleinere Hinweise, um meinen Fortschritt zu beschleunigen, kriege ich dann schon ab und zu mal aus dem Chat, wenn ich sie brauche oder mir hole. Macht euch keine Sorgen auf YouTube. Ich komme schon voran. Also, ich bin irgendwie, sehe ich den Kerker nicht. Ich sehe es nicht im Kerker. Ich sehe den Fortschritt nicht im Kerker. Deswegen gucke ich mir noch mal wie auch immer. Irina im Nordwindtal an. So, dann nochmal von unten nach oben laufen. Aber das ist doch blöd. Ich bin doch. War hier irgendwo eine Ecke, die ich anders genommen habe? Irgendein Weg, der anders war? Hier ist auch ein Tor, wo ich noch nicht durchgekommen bin. Ey, ach komm, ja, verprügelt mich hart. Nee. Oh, ich habe vergessen, dass ich glaube ich, oder? Ich hatte die See. Ah, jetzt sind 35.000 Seelen weg, ne? Hier liegt nicht so viel. Scheiße. No, ach egal. Hey, da liegt ja noch Loot. Waren hier irgendwelche Türen noch? Da unten war ich entlang gelaufen. Da komme ich in den See. Bei dem See. Oh, ich hab's. Ich glaube, ich hab's. Ich glaube, ich hab's. Und zwar gab es bei dem See hier nach rechts. Hier gab es noch einen Durchgang. Da war ich noch nicht drin. Das muss es sein. Autsch. Was bewacht ihr da? Bewacht ihr irgendwas? Hä? Seltsam. Okay.
Ja, guck mal. Was ist das hier jetzt für ein Bait? Was ist das denn jetzt hier für ein Bait? Kein Bait. Oh, okay. Hallo? Buh. Ja. Hä? Moment, was stand da? Estus Suppe? Die Räume hier sind alle so. Erstmal Einrichtung kaputt machen. Hier stimmt doch was nicht. Er blitzt. Da oben. Aha, du Ratte. Sehe ich jetzt erst? Mir steckt der Pfeil im Kopf. Ah, ich habe gar nicht drauf geachtet. Ah, geil. Oh Mann. Oh, super. Ah, diese Riesenpfeil. Normalerweise hätte ich ja umkippen müssen. Komme ich irgendwie zu dem nach oben? Ach, egal. Egal. Hundis, Hallöchen. Ey, what? Stopp! Wer schießt da? Ach, so ein unsichtbarer Boy. Jetzt hat. Ey, nein, 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 nein. Leute, 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 Leute. Ich hasse euch Köter. Vor allem, wenn ich mein Schild oben habe und ihr mich trotzdem trefft. Wow. Und jetzt, ach, jetzt hänge ich hier in diesem Mistwesen drin. Fuck. Oh. Schweinerei. aber
brauche ich ja den Ring nicht. Regeneriert FP. Feuerpunkte. Blusenpunkte. FP. Okay. Was ist das? Tatsächlich Estus-Suppe. Witzig, die heilt mich einfach. Lol. Die bewegen sich auch so schnell. Super ätzend. Aua. Kommst du hier runter? Nee, ne? Du bleibst jetzt da oben stehen und ballerst. Ah. Ätzend. Okay. Okay. Das ist ein bisschen assi hier. Ah, noch ein Hundi. Hallöchen. Ey, anvisieren bitte. Danke. Mein Gott. Oh, jetzt habe ich dich übersehen. Ey. Ah, jawohl. Danke. Oh, warte. Du da oben auch noch. Ja. Ich komm. So, haben wir's. Nice. Hier ist ein Aufzug. Genau, je mehr Flusenpunkte ein Teppich hat, desto mehr muss man staubsaugen. Okay, hier kommen wir raus. Nice. Sehr gut. Das ist Fortschritt. Perfekt. Und ich kann mittlerweile, glaube ich, weil ich habe einen Titanitbrocken gefunden. Ich könnte nochmal das Schwert leveln. Aber wo geht's da hin? Wo geht's hier hin? Ha. Huh. Mach ich das? Ja. Ah, okay.
Oh, hi. Aua, aua. Gut, dann so. So, und bevor ich jetzt hier durch die Bosstür gehe, hier unten aufmachen, genau. Und hier waren noch zwei, drei von diesen, ja. Noch eine Glut. Wunderbar. Nice. Siehst du, einfach nur mal kurz überlegen. Okay, let's go. Hohepriester Sullivan. Bist du alleine? Bringt mir mein Schild hier was? Ja, mein Schild bringt hier mir etwas. Nope. Aua. Ups. Bester Versuch bisher, ja. Hey, Sullivan. Grüß dich. Ich bin's wieder. Nope. Oh Gott. Der gibt einem nicht viel Zeit zum Saufen. Ich habe das Gefühl, ich muss das hier ohne Saufen schaffen. Nee, geht. Okay. Wow. Durch mein Schild durch. Miese Ratte. Boah, stopp, warte. Huch. Okay.
Okay. Finde ich jetzt nicht so cool. Aua! Oh! Make it double. okay. Gut. Ich kann ihn ganz offensichtlich nicht backstabben, so wie das gerade sich mehrfach jetzt angefühlt hat. Hat das nicht funktioniert? Der kommt echt brutal schnell. Alter! Scheiße, Scheiße, Scheiße! Lass mir ein bisschen Platz, bitte! Komm nicht näher! Fuck you, Mann! Alter! Heiliger Strohsack! Oh. Okay, er ist einfach weg. Ey! Uncool, 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 uncool. Vor allem sieht man sie auch nicht, ne? Man, ich sehe nichts mehr. Ich habe keine Ahnung, weil ich einfach nichts mehr sehen kann. Und man geht, dass das aus dem Fokus rausgerät, ist auch so ätzend hier wieder. Hallo, warum gehst du aus dem Fokus raus? Das ist scheiße. Das nervt so hart, ne?
Es nervt so hart, dass der einfach aus dem Fokus rausgeht. Es ist so dumm. Ich habe zu wenig Ausdauer. Scheiße. Was habe ich denn an Seelen? Schon ein bisschen was, ne? Reicht vielleicht für ein Level oder so. Es ist eigentlich fast nicht wert. Alter. Sullivan! Ach, fuck, ja, da muss ich unbedingt ausweichen. Das ist einfach, diese Attacke ist eine Riesenschweinerei. Und dass er auch das Timing wieder der Hölle hat, dass ich knüppel, ich hau B auf dem Controller zum nach hinten ausweichen, nach dem Aufstehen. Und er trifft mich trotzdem. Er trifft mich trotzdem. Ätzend. Das Timing aus der Hölle. Alter, ja, reicht. Stopp, nein. Oh, jetzt sind die Seelen weg. Oh, das waren wieder so viele. Na gut, jetzt habe ich da wenigstens keinen Druck mehr. Das sind 262 Damage. Das sind 300. Und hier sind wir bei... Das ist gar nicht so viel. Das ist... Also wenn, dann vielleicht die Feueraxt. Aber er hat selber ein... Feuerschwert, ob er dann gegen Feuer ein bisschen immun ist. 310 versus 262. Das ist schon ein bisschen mehr.
glaube, ich probiere die mal gegen ihn. Ist auch ein Ticken schneller, glaube ich, als die andere, oder? Nee, ist genau gleich schnell. Sehe ich das eigentlich irgendwo? Nee, sehe ich nicht, wie schnell die zuschlägt. Haltung 39, Haltung 30. Abwehrminderung. Ja gut, das habe ich eh beim Schild, also das ist egal. Wie sieht's denn mit der Riesenkeule aus? Die haben wir natürlich auch noch. Aber dann kann ich kein Schild mehr nehmen. Und das Ding dauert ja 100 Jahre, bis ich damit zugehauen habe, ne? Wobei, oh, warte mal, ich kann die mittlerweile einhändig führen. Und die macht auch Feuer, ne? Ja, 280. Die macht sogar, das macht sogar richtig ordentlich. Das macht ein bisschen mehr. Ich probiere es damit. Mit dem Riesenschlägel. Ah, da sollte ich aber vielleicht Rüstung ein bisschen runtergehen, weil ich glaube, ich habe jetzt eine richtig beschissene Rolle, ne? Ja, naja, gut, dann probieren wir es jetzt erstmal so. Mal schauen. Fühle ich nicht so richtig gerade. Alter. Du Bazi. Ja, die Rolle darf ich nicht machen. Die Rolle darf ich nicht machen. Nee, das ist viel zu langsam. Wobei, nee, so viel zu langsam ist es nicht. Ich muss nur... Ich habe eigentlich ganz gut Schaden gemacht mit dem Ding gerade. Und wenn ich die zweihändig nehme, ne? Warte mal, kriege ich... Wann kriege ich denn meine halbwegs leichte Rolle? Kriege ich die schon so? Nee. Irgendwelche solche Arbeitergewand, ja, von mir aus. Ist das schon die super leichte Rolle? Nee, ne?
Das ist die super leichte Rolle. Ich probier's mal. Sag mal, renne ich damit auch schneller? Ich glaube, ich renne damit auch schneller, ne? Bin insgesamt ein bisschen flinker unterwegs. Schauen wir mal. Ich werde halt jetzt ein Problem kriegen, wahrscheinlich, mit seinen ersten Angriffen. Wow. Okay, das vergessen wir wieder. Ich hämmer auf B und er weicht einfach nicht aus und er trifft mich dann und das. Ich brauche die Rüstung und das Schild. Das macht keinen Sinn. Weil, also, wenn man dann nicht mal das Fenster hat zum Ausweichen, das ist einfach ein bisschen lächerlich. Welche war es denn? Ich weiß es gar nicht mehr. Welche Hose ich da anhatte. Die vielleicht? Nee, die. Ach, ich muss unbedingt... Okay, Moment. Moment, 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 Moment. So. Ja, behalten wir die mal. Ja, das ist mir auch, da komme ich eh nie hin. Zauber funktioniert bei mir nicht, können alle weg. Den Rest kann ich, glaube ich, einfach mitnehmen. Das passt. Rüstungen mehr noch, aber egal. Ist nicht so wild. Das mit den Waffen ist viel schrecklicher. Okay. 260. 262. Wait. Ne, 310. Genau, probiere ich die aus. Okay. Nein, 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 nein. Fuck. Ah. Aber ich hatte das Gefühl, ich brauche auch zum Schlagen weniger Ausdauer mit der Axt. Ist das richtig? Ich glaube ja. Ich glaube, ich brauche damit weniger Ausdauer. Das ist besser.
Und dann kann ich die ja noch stärken, dann mache ich noch mal mehr Schaden. Also, die Axt fand ich jetzt cool. Ich glaube zwar, ich hatte mit dem Schlachtermesser, hatte ich glaube ich mehr Schaden gemacht. Aber hier hatte ich mich jetzt ganz gut gefühlt vom Durchhalten her. Fuck, falsche Taste gedrückt. Ah, die erste Phase ist easy, so, das geht klar, das geht absolut in Ordnung. Da war ich jetzt gerade einfach nur ein bisschen dumm. Und die zweite ist jetzt auch nicht so krass. Es ist halt nervig, dass da zwei sind und man den einen einfach nicht sehen kann teilweise. Und die Rumzappelei von ihm ist auch echt ärgerlich und nervig. Vor allem, wenn er dann aus dem Fokus springt und solche Späße. Hä? Darf ich mal bitte fragen, was das für eine Aktion war? Darf ich bitte wissen, was das hier jetzt für eine Scheiße war? Lol? Okay. Das war seltsam. Ich kann nicht mal genau sagen, was passiert war, aber es waren jedenfalls seltsam. Irgendwie ist er aus meinem Sichtbereich raus und anstatt dass ich meinen Charakter mit ihm mitdreht, stand er plötzlich dann doch irgendwie an seitlich und hat mich treffen können oder sowas. Ganz komisch. Ganz, ganz komisch. Du machst eh ganz seltsame Hits. Ich glaube, ich sollte hier in manchen Situationen tatsächlich eher rechts rum. Manchmal links rum, manchmal rechts rum. Ich bin mir noch nicht sicher, wann was der Fall ist, aber auch so dumm, ne? Dass er hier aus meinem Fokus raus sich teleportiert. Ohne erkenntlichen Grund. Aua.
Nein, gesoffen. Unnötig gesoffen. Hier bin ich mir noch nicht sicher, ob ich überhaupt auf den Kumpel von ihm reagieren soll. Ey. Weiß ich nicht, ob mir die Mechanik gefällt. Weiß ich nicht. Eher nicht. Das gefällt mir eher nicht so. Aber es ist ein Kampf, der einfach straightforward geht. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich hier irgendwas verpasse, irgendeinen Mechanismus nicht finde oder irgendwie was. Okay. Oh Mann, ey, das ist voll nervig. Das ist auch nicht cool oder so. Das ist einfach nur nervig. Wie er die ganze Zeit tut und rumzappelt. Nur nervig. Ja, ist ja gut, Zappelmeister. Oh, das ist wirklich einfach nur nervig. Also nichts anderes. Und dann zwei Zappler. Also das ist... Oh. Ach, nochmal, ehrlich. Oh Mann. Und man läuft auch durch ihn durch. Also das war gerade, ich habe ja Damage auf den Doppelzappler gemacht und der Doppelzappler, durch den bin ich einfach durchgegangen, Stück für Stück mit meinen Schlägen. Aber gut, also den Doppelzappler, den kann ich killen, bevor er anfängt zu prügeln. Das ist die Taktik, die ich jetzt versuche zu verfolgen.
Vielleicht auch die Axt in dem Moment zweihändig nehmen, dass ich da mehr Schaden rausknall. Und ansonsten muss ich halt die Zappelei akzeptieren. Also, so, Doppelzappler. Nee, Doppelzappler bitte. Au, stopp, ich sehe nichts. Ich erkenne nicht, welcher haut und welcher nicht. Und das ist scheiße. Also, mir ist ganz offensichtlich, ich erkenne, dass der Hauptzappler immer nach dem Doppelzappler haut. Dass die Attacken hintereinander kommen, aber, hatte ich gerade auch kein gutes Timing, glaube ich, mit dem Angriff auf den Doppelgänger. Weil ich versucht habe, den Fokuspunkt, ich hatte gehofft, der wechselt kurz so ein bisschen, dass ich erkenne, welchen ich anvisiert habe, aber das erkennt man einfach nicht. Wow. Schade, ich hatte gehofft, ich kann ihm vielleicht so viel Schaden machen. Wo ist der Doppelzappler? Lol. Ach, da hinten.
Ich sehe nichts. Ich erkenne wieder gar nichts. Ich erkenne gar nichts. So knapp. Ich war panisch. Ich habe einen Fehler gemacht beim... Ich habe es noch nicht im Kopf drin, aber das kommt jetzt die nächsten paar Versuche. Dass wenn er sein... Ja, genau. Also sobald sein Doppelgänger da ist und ich den nicht rechtzeitig gekillt kriege, kann ich mich auch nicht mehr heilen. Keine Chance. Das ist mir... Da weiß ich nicht wann. Die greifen mich durchgehend an, da sehe ich kein Fenster. Ich muss unbedingt den Doppelgänger recht zügig killen. Ich habe die Waffe nicht zweihändig genommen, als er ihn hergezaubert hat. Das muss ich unbedingt machen. Ich glaube, dann ist es... Aua, 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 ja, ist gut, ist ja gut. Ist ja gut. Ganz, ganz unangenehmes Pattern gerade. Ganz unangenehmes Pattern gerade gehabt, mit dem ich nicht zurechtgekommen bin. Ich habe mittlerweile schon ein bisschen raus, wann ich nach rechts laufe. Wenn er sein Schwert über die linke Schulter hebt, laufe ich rechts um ihn rum und andersrum. Und so, da kann man ganz gut, da kann man was, kann man ganz gut hinmachen. Kann man ganz gut ausweichen. Dann immer das Schild schnell heben. Bisschen Damage absorbieren. Da wäre noch die Frage, ich könnte wahrscheinlich ein anderes Schild nehmen, das ein bisschen mehr Schaden absorbiert, weil es hält nicht den gesamten Schaden ab. Ab und zu kommt eine Kleinigkeit durch, was schade ist. Wobei durch die Fähigkeit eines meiner Ringe, glaube ich, nee, die Axt konnte das vorhin. Ich glaube, einen Ring habe ich nicht, der bei Schaden heilt. Aber ich will ja diese, nicht die Axt, das Schlachtermesser. So unnötig, dass er da so wegdubbelt. Ja, das ist Magie. Das, nee, nur von seinem Magieschwert geht was durch, vom anderen nicht. Aua, das ist ungeschickt jetzt. Ah, fuck, ich wollte trinken. Ich dachte, ich habe einen Moment. Es sah nach einer Sekunde Pause aus. Ich dachte, ich habe Zeit zum Saufen. Leider nein. Dann hat es vielleicht 100% Feuer, weil beim Feuer kommt nichts durch. Physisch 104 plus 18. Feuer 63. Also bei seinem Feuerangriff, bei seinem Feuerschwert kommt nichts durch, nur bei dem Magieschwert. Dann reicht vielleicht diese 63 gerade aus und bei den 61 nicht mehr für Magie. Oder es zählt nicht als Feuerdamage, was er macht, ja. Kann natürlich sein. Weiß ich nicht. Ah, Leute, 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 Leute. Fast hätte ich gerade auf die Uhr geguckt. YouTube. Ich habe euch nicht vergessen. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.